Auf der Orthopädie wird Dr. Karl Löwenberg zu Rentner Rüdiger gerufen. Der Großvater ist mit Tochter Svenja und Enkelin Marie in die Klinik gekommen, weil er wegen eines Handgelenkleidens operiert werden muss. Doch der geplante Eingriff wird noch viel Schlimmeres ans Licht bringen. Hallo, Herr Gerke. Ja. Guten Tag. Und du bist die? Das ist die Enkelin Marie. Danke, Herr Gerke. Wir kennen uns schon von letzter Woche. Hier ist da ging es doch ums Karpaltunnel, ging das. Ja. Ja, die Unterlagen hatten wir ja alle schon mal, waren wir alle durchgegangen. Und damals war das ja auch klar, dass man mehr oder weniger an das Karpaltunnel rangehen muss. Ja, ich hatte ja gedacht, dass es vielleicht von selber weggeht, von alleine kommt oder von alleine muss auch von alleine wieder weggehen. Das ist eine super Einstellung. Also ich mache das bei mir auch so. ganz, ja, ist nicht schlecht, die Einstellung. Jetzt hatten wir halt bloß bei Ihnen gesehen, dass ja auch der Nerv schon abgedrückt war. Sie waren ja beim Neurologen gewesen und er hat die Nervenleitschwindigkeit gemessen, in der Kraftausübung und auch im Gefühl. Und das war beides deutlich herabgesetzt. Und das wird ja von alleine nicht mehr besser. Also ich meine, es ist natürlich kein Notfall, verstehen Sie? Aber ich denke, Sie kommen auf Dauer eh nicht dran vorbei. Er ist gekommen, um heute die Voruntersuchung zu machen, wollte dann nach Hause und morgen zur OP wiederkommen. Ja, müssen wir gucken, wenn das geht. Ja? Sonst können Sie natürlich auch über Nacht hier bleiben, je nachdem, was jetzt rauskommt, was der Kollege noch sagt. Es geht ja um den Anästhesisten, der muss noch mal Ihr EKG anschauen, der wird sich noch mal mit Ihnen unterhalten, ob dort Vorerkrankungen gibt, der wird noch mal die Anamnese überprüfen, die wir ja schon gemacht haben, also die Krankenvorgeschichte. Und dann werden wir uns dann spätestens morgen sehen zur Operation. Ja. Naja, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir es halt machen. Ja. Das ist die Art der Narkose besprechen Sie mit dem Narkosearzt. Wahrscheinlich wird er Ihnen eine Vollnarkose anbieten. Dann sehen wir uns erst nach der Operation wieder. Ja. Weil dann schlafen Sie während der Operation. Das ist ja wenigstens etwas. Ne? Kriegt man das nicht so mit. Ne? Alles klar. Ich glaube, dann kann er schon mal rausgehen. Und nach dem Anästhesisten können Sie dann, je nachdem, wenn Sie hier bleiben oder ob Sie gehen, auch im Patientenzimmer dann gleich warten. Also. Ich nehme Sie mit. Ja? Okay. Ja, ja, ich alles klar. Okay. Dann tschüss. Machen Sie es gut. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Was? Wir gehen dann einmal zum Anästhesisten. Nee, das war nicht ernst gemeint. Das ist nicht hier. Hast du denn Schmerzen in der Hand? Sag mir nur mal tschüss. Lieber nicht. Was ist denn los? Nichts. Du hattest doch nichts an der Hand. Zeig doch mal, gib doch noch mal dem Arzt die Hand. Mm-mm. Nicht, dass sie auch sowas hat wie mein Vater? So ein Karpaltunnelsyndrom, oder? Das gibt es natürlich, dass in der Familie so eine Neigung ist zu dieser Verdickung von diesem Karpaltunnel. Das könnte sein, aber das wäre ja noch eigentlich viel zu früh. Du bist ja noch ganz jung. Das kannst du, wenn du mal ganz alt bist, so uralt wie der Opa, dann kann das mal kommen. Aber dass das in deinem Alter passiert, das glaube ich nicht. Ja? Meinst du nicht, ich darf es mir noch mal angucken? Nur, dass du beruhigt bist. Ja? Ich schaue mir mal an. Also, wenn das Karpaltunnel wäre, dann wäre das praktisch das Band, was hier rüberläuft unter der Haut. Und das würde dann auf den Nerven drücken, der hier lang geht. Und dann müsste das da wehtun. Ist gar nichts. Und wenn ich das hier so drücke und die Fingerchen bewege, ist auch nichts. Wahrscheinlich ist das so eine Art Sehnenscheidenentzündung. Okay. Ja, das heißt, du wirst dich irgendwie möglicherweise doch überanstrengt haben in den letzten Tagen. Was hast du denn gemacht am Wochenende? Du warst doch bei Opa. Wir haben nur gespielt, also Brettspiele oder sowas. Und gebacken haben wir, aber mehr nicht. Schulkinder leiden gar nicht so selten an Schmerzen im Handgelenk. Oft ist es ein Überlastungssymptom oder Syndrom. Das heißt, dass irgendwelche Bewegungen immer in der gleichen Art ausgeführt werden, sei es beim Schreiben oder auf dem Keyboard oder auch auf dem Smartphone, dass dann im Bereich der Gelenke und im Bereich der Sehnen chronische Schmerzen auftreten. Hast du denn sehr viel geschrieben in der Schule oder Tennis gespielt oder irgendwas gemacht? Gar nichts gemacht. Also ich denke, bis zum Beweis des Gegenteils ist das wirklich so eine Entzündung der Höhlen der Sehnen, der Beugesehnen in diesem Bereich. Und da wird eine gute Schmerzsalbe und ein bisschen Geduld, wird das aller Wahrscheinlichkeit nach von alleine weggehen. Ja? Und wenn nicht, dann kommst du noch mal vorbei, dann schauen wir noch mal nach. Ja? Ein bisschen Salbe drauf, kühlende Salbe und einen Verband. Ich habe leider nur einen weißen. Die blauen und die roten sind alle. Okay. Dass Enkelin Marie etwas verheimlicht, das ihren Opa womöglich in Gefahr gebracht hat, bleibt zunächst unentdeckt. Doch inzwischen wurden bei dem Rentner Hinweise auf ein Herzproblem festgestellt.
Mediziner Patrick Berger von der internistischen Station soll der Sache weiter auf den Grund gehen. Hallo. Hallo. Ich wollte Ihnen den Kollegen vorstellen. Berger, hallo, von der inneren Abteilung. Der Anästhesist hatte mich gebeten, mal nach Ihnen zu gucken. Sie sollten morgen operiert werden und dem hat das EKG irgendwie nicht gefallen. Das sehe ich ja sogar als Chirurg. Das ist ziemlich tachykard. Ja, definitiv etwas zu schnell der Puls. Mein anästhesiologischer Kollege verständigte mich, dass ein Patient, ein Herr Gerke, im Vorgespräch für die Anästhesie war. Und dem Kollegen der Anästhesie ist aufgefallen, dass Herr Gerke einen sehr, sehr schnellen Ruhepuls hatte. Das ist für die Anästhesie in daher bedenklich, dass nicht erkannte Herzkrankheiten durchaus in der Narkose zu Problemen führen können. Und so hatte man mich gebeten, den Patienten unter kardiologischem Gesichtspunkt noch mal anzugucken. Patrick Berger schalt dafür das Herz des Frührentners. Als Enkelin Marie von den Komplikationen erfährt, gerät sie in große Sorge. Die 10-Jährige fürchtet insgeheim, dass sie an den Problemen ihres Opas nicht ganz unschuldig sein könnte. Der behandelnde Arzt entdeckt unterdessen weitere Auffälligkeiten. Also man sieht hier im Ultraschall vom Herz, sieht man, dass die Herzwand sehr, sehr verdickt ist. Das ist nicht normal. Ja? Problem an so einer verdickten Herzwand ist letztendlich, dass das Volumen innerhalb des Herzens abnimmt und damit mit jedem Herzschlag weniger Blut in den Kreislauf gerät. Also in Anbetracht dieses Bildes würde ich jetzt einfach mal empfehlen, dass wir, Sie können sich ein bisschen sauber machen, dass ihr die OP absagt, dass wir morgen nicht operieren und ich würde Sie gerne stationär aufnehmen auf die internistische Abteilung und wir müssen das weiter abklären. Das Bild ist nicht normal. Sie werden von uns aufgenommen, Sie kriegen eine 24-Stunden-EKG-Messung. Wir haben ja jetzt im Moment nur so eine Momentaufnahme, ne? Das ist, Sie müssen sich vorstellen wie ein Foto. Ich brauche aber einen Film, um das zu beurteilen. Das macht das 24-Stunden-EKG. Und dann machen wir als ergänzend dazu mal ein MRT vom Herzen. Da kommen Sie in so eine lange Röhre, müssen 30 Minuten still liegen bleiben. Es klackt von allen Seiten, aber dadurch kriegen wir ein sehr, sehr gutes Bild vom Herz. Okay, das würden wir jetzt machen. Okay, auf die Innere. Auf die Innere. In meinem Rollstuhl? Genau. Ja? Oh. So weit habe ich das nicht gegessen. Ja, aber es ist besser, wenn wir das jetzt einmal untersuchen und Sie dann risikoarm in die OP reingehen, als wenn man jetzt diese OP übers Knie. Was da jetzt los ist. Das ist ja auch eine Notfalloperation. Das Herz geht ja vor. Wir hatten eine elektive Operation vor. Das heißt, es ging um überhaupt keinen Notfall. Es ging um einen Schmerzpatienten, der natürlich lästige Beschwerden hatte, wo der Nerv geschädigt war. Aber der kardiologische Kollege hatte natürlich für seine Sache die besseren Argumente, weil die Priorität hatte immer das wichtigere Organ. Und das ist zweifelsfrei das Herz. Enkelin Marie hat Angst, dass ihr geliebter Opa sterben könnte. Die Schülerin hat bereits ihren Vater durch einen schweren Autounfall verloren. Doch warum sie sich die Schuld an den Herzproblemen ihres Großvaters gibt, stellt sich erst nach der MRT-Untersuchung stückweise heraus. Gibt es Neues? Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt ein MRT durchgeführt. Er ist im Moment noch unten im Untersuchungsraum, wird gleich auf die Station gebracht. Und das MRT hat letztendlich den Befund bestätigt, dass der Herzmuskel wirklich ganz, ganz massiv geschwollen und verdickt ist. Wir müssen ihn jetzt einmal zum Herzkatheter bringen. Wir machen also die Herzsonde und gucken mal nach den Herzkranzgefäßen, ob da irgendwelche Verkalkungen dafür ursächlich sind. Und wir werden während dieser Untersuchung auch eine Herzprobe entnehmen, eine Muskelprobe aus dem Herzen. Wir werden also das Herz anstechen und etwas rausholen. Und das werden wir unter dem Mikroskop machen. Ja, das mache ich jetzt gleich bei ihm und ich halte Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden. Okay, ja? Gut, okay. Ich lasse dich mal mit der Familie alleine, ja? Okay. Okay. Wir sehen uns dann nachher. Tschüss. Ja. Bestimmt bin ich alles schuld. Nein, warum sollst du denn schuld sein? Ja, weil ich bin halt am Garten vorbeigelaufen, an unserem Spreewaldgarten. Und dann, weil Papa ja gestorben ist, waren wir da ja nicht mehr drin. Dann hatte ich halt Erinnerungen. Ich wollte neue, schönere Erinnerungen daran haben. Und dann wollte ich das alles neu machen. Und dann, ich konnte das nicht alleine machen. Und dann hat der Opa, also ich habe den gefragt, ob der mir helfen kann. Und dann hat er ja gesagt und dann haben wir alles, wollten wir alles schön machen. Da habt ihr jetzt in unserem Schrebergarten, da waren wir ja schon 3 Jahre nicht mehr. Ja, weil dann wollte ich das alles hübsch machen für dich, als Überraschung. Ach, das ist ja so süß. Und jetzt denkst du, jetzt hast du den Opa überanstrengt? Das ist nicht deine Schuld. Nein. Da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Das, was der Opa hat, das kommt nicht davon. Und Ihr Mann ist gestorben? Ja, vor 3 Jahren. Okay. Und seitdem waren wir eben nicht mehr in diesem Schrebergarten. Jetzt ist natürlich alles verwildert. Und es ist ja eine tolle Idee, dass du da das alles wieder schön machen willst. Aber als der müde war, dann habe ich auch gesagt, dass er bitte weitermachen soll. Und mir helfen beim Umgraben. Aber du konntest doch nicht wissen, dass der Opa was am Herzen hat. Da
Das ist doch nicht deine Schuld. Das kommt doch jetzt auch das nicht Das hat er doch schon vorher gehabt. Und du hast gesagt, der Opa ist gesund und der ist nur ein bisschen müde. Und dann hätte der ruhig noch ein bisschen weiterarbeiten können. Das hätte ich, glaube ich, auch gesagt. Ja. Ja, dann musst du dir keine Sorgen machen. Es war für mich schon sehr bedrückend, dass die Marie wirklich der festen Überzeugung war, dass sie schuld an dem Zustand ihres Großvaters war. Und den Zahn mussten wir ihr wirklich ziehen, denn da war sie wirklich nicht schuld dran. Das ist einfach ein Zusammenspiel von vielen Faktoren gewesen. Und da konnte die Marie definitiv nichts für. Marie ist aber immer noch in Sorge, weil sie nicht weiß, ob ihr geliebter Opa wieder gesund wird. 2 Tage lang forschen die Ärzte, woran der 60-Jährige leidet. Dann haben die Mediziner endlich gute Nachrichten. Offenbar ist es Maries geheimer Schrebergartenaktion sogar zu verdanken, dass die Herzbeschwerden rechtzeitig entdeckt wurden. Hallo. Hallo zusammen. Hallo, Opa. Hallo, hm? Und geht's dir besser? Ja, so ein bisschen, ne? Siehst du doch, ne? Wie ich hab gerne Zeitschriften. Ah, das fiel mal klasse. Dankeschön. Es ist schön, dass Sie reinkommen, weil wir sind jetzt gerade dabei, nämlich die Befunde zu besprechen. Und zwar haben wir als erstes diesen Herzultraschall durchgeführt, haben dieses MRT ergänzend gemacht. Da war ja diese Herzwandverdickung. Daraufhin haben wir die Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Alles in Ordnung mit den Herzkranzgefäßen, also Herzinfarkt gefährdet sind sie nicht, haben gesund bisher gelebt, top. Wir haben dann in dieser Untersuchung auch noch eine Probe vom Herzmuskel entnommen und die Probenergebnisse sind jetzt da und wir wissen tatsächlich, was ihnen fehlt. Wenn Sie sich das hier mal so angucken, das Rote ist normaler Herzmuskel und dann hat man diesen Herzmuskel einer speziellen Färbung unterzogen und das Grüne ist das, was bei Ihnen dabei rauskommt. Das, was da so grün durchschimmert, das sind Eiweißablagerungen, die sich im Herzen gebildet haben. Ja, das nennt man fachchinesisch Amyloidose. Das bedeutet, dass einfach Eiweiße bei Ihnen nicht richtig entsorgt werden und sich ablagern im Gewebe. Das kann im Herzen sein, das kann in der Lunge sein, das kann im Magen-Darm-Trakt sein. Wir werden jetzt eingrenzen, welche Form der Amyloidose es ist. Es gibt verschiedene Formen, das werden wir aber in weiteren Untersuchungen im Labor jetzt machen können. Und dann wissen wir auch, wie wir sie therapieren müssen. Sowas ist therapierbar und es ist sehr, sehr früh entdeckt worden bei Ihnen, glücklicherweise. Meistens wird das erst entdeckt, wenn es wirklich so weit fortgeschritten ist, dass das Herz quasi verkalkt ist und fast gar nichts mehr macht. Wir sind bei Ihnen in einem ganz, ganz frühen Stadium. Okay? Gut. Irgendwelche Fragen? Okay, alles klar. Wir sehen uns dann morgen. Wir sehen uns. Ja, alles klar. So, gute Besserung. So, junge Dame. Tschüss. Tschüss. Nach weiteren Tests konnte Opa Rüdiger mit einer Cortisontherapie erfolgreich behandelt werden. Wenig später unterzog er sich auch der aufgeschobenen Handgelenks-OP. Der Frührentner ist wieder wohlauf und die Familie verbringt nun wieder sehr viel Zeit in ihrem Schrebergarten.